erste Komponente, die Übung des Man of the Match, halten auch auf ein Team. Und damit fangen wir auch so voran. Der junge Mann hat sich schon hier vorne positioniert. Die Klasse Zierau haben wir heute als unseren Man of the Match gewählt. Glückwunsch. Ja, ich denke, wer die Spiele in letzter Zeit verfolgt hat, hat gesehen, er hat nicht nur heute eine starke Leistung gebracht, sondern schon in den letzten Spielen. Aber heute war es noch ein Zacken schärfer. Und Niklas, hast natürlich das Vergnügen, jetzt auch zwei, drei Worte zu deinen bzw. zur Mannschaftsleistung zu sagen. Dankeschön. Also, es ist ein großes Ehre, auch zu sein. Ich kann das auch immer mal wiederholen: Respekt an eure Fans, dass ihr 60 Millionen von euch verziehen. Das ist viel Achtung und natürlich auch schön, dass unsere Fans das so durchgezogen haben heute. Ich glaube, das ist für viele Zuschauer schon das spannendste Spiel. Aber ich bin, muss ich wirklich sagen, ganz stolz auf meine Mannschaft, dass wir das nach der ersten Halbzeit so durchgezogen haben, mit aller Konsequenz. 40 Minuten wirklich am Ende haben, richtig hart gearbeitet haben, vorne das Disziplin und Tore gespielt haben. Jeder, der da neu gekommen ist und die, die heute mal wieder mehr Spielzeit bekommen haben als vielleicht die letzten Wochen, hat sich da voll eingebracht. Und das war schön, einfach zu sehen. Und das ist genau, was wir als Trainerteam auch sehen wollen, dass wir dann in so einem Spiel einfach, wie gesagt, mit der Konsequenz zu Ende spielen und dann auch so ein Ergebnis erzwingen. Das tut gut, das soll der nächste Schritt unserer Entwicklung sein. Ja, und da bin ich ganz stolz auf meine Mannschaft heute. Und so können wir gut in die nächste Woche schon mal starten. Ja, Mario, jetzt ist vielleicht ganz gut eine kleine Osterpause, bevor es dann in die Woche der Wahrheit geht. Wie siehst du insgesamt die Chancen für euer Team, es aus eigener Kraft in der Liga zu schaffen? Ja, alles im eigenen Wald. Wir haben als nächstes Dresden und dann zu Hause. Da kommt Aschersleben noch zu uns, müssen am Freitag nach Zwickau, es ist noch alles möglich. Und wenn dann die Verletzten zurückkommen nach Ostern, das ist auch das angesehene Ziel am Ende, mit Felix Reis und Daniel Seele, fehlen uns natürlich zwei richtige Rückraumwerfer. Aber wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Wenn sich wieder jemand verletzt, hat jedes Team das Problem, dass es dann nochmal eine Abwehrschritte geht. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir spielen nächste Woche, übernächste Woche komplett durch. Und dann geht es für uns quasi los. Und ich denke und hoffe auch, dass wir die Klasse rein schaffen, dass wir das Potenzial haben. Haben wir uns noch zu Hause ganz oft bewiesen, wenn ein Zahnrad das andere kreist. Und ja, das größte Problem ist, wir haben nicht ein Spiel gleich in Karte gehabt. So, und dann kannst du dich auch nicht einspielen. Du hast im Training die Woche 3 bis 5 Leute gehabt, dann kommst du davor mal 7. Ja, aber wir sind heute hierher gefahren und wollten vor allen Dingen auch ein bisschen Spaß an der Freude spielen. Das haben wir die erste Halbzeit ganz gut gemacht. In der zweiten Halbzeit hat er nichts gesagt. Sie haben durchgezogen, sie haben eine gnadenlose 6-0-Deckung gespielt, die viele Dinge auch aufgelöst hat, was man uns vorgenommen hat. Kommt so ein Ergebnis zustande, aber wir wollen lieber einmal mit 20 anstatt 20 mal mit 1. So, und dann ist es am Ende. Und deshalb, ich bin stolz auf meine Mannschaft, stolz, dass sie sich hier nicht aufgegeben hat und bis zum Schluss gekämpft hat. Und das nehmen wir als unsere Stärke immer mit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr hier wieder. Ja, das hoffen wir auch. Ne? Dann für, ja, wir haben ein krankes Spiel, man hat es so gewollt. Das wäre es in 4 Wochen, nämlich am letzten Aprilwochenende wieder ein Heimspiel haben, dann gegen Blauhau. Dazwischen ja, müssen wir wieder gebürtig das Favoriten tragen. Erst in Zwickau beim Tabellenletzten und dann in Jena beim Tabellenvorletzten. Kann man was von ganz oft tun, ne? Ja. Ja, also das heißt, denke ich mal, wir müssen die Mannschaft ähnlich einstellen wie heute. Ja, wie gesagt, wir wollen uns
Wir spielen zwischen den Weiterentwicklungen als Mannschaft. Wir wollen das Selbstvertrauen zeigen. Wir wollen genau den Schwung, den wir jetzt gerade haben, weiterentwickeln. Am liebsten bis zum Ende der Saison. Und dafür haben wir.